Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Ausgabe im Telestammtisch. Mein Name ist Kathi und an meiner Seite heute die liebe Britt-Marie. Hallihallo. Hallihallo oder bonjour. Und bei uns geht es heute ausnahmsweise mal nicht um Star Trek, wie das so oft der Fall ist, wenn wir so miteinander podcasten, sondern über die erste Hälfte der vierten Staffel Emily in Paris. Stimmt das so? Ja, genau. Also es ist schon so wieder, okay. Schon so spezifisch. Also ja, genau darum geht es, aber natürlich empfehle ich auch sozusagen die ganze Serie ein bisschen gleich mit. Und weißt du, was mein großer Aha-Moment war mit dieser Serie? Ich habe auch immer Emily in Paris, irgendwann mal so in Staffel 3, also wir waren schon eine ganze Zeit lang in der Season drinne, meinte jemand, und weißt du, was das Besondere ist mit dieser Serie? Und ich so, nö, es ist eigentlich Emily in Paris, damit sich das reimt. Und ich so, oh mein Gott! Weißt du, so okay. dieses Emoticon mit explodierendem Gehirn, so ging mir das nicht. Ja, stimmt, also Emily in Paris. Seitdem nenne ich das nur noch so. Okay, alles klar. Es ist, also, wie man schon merkt, ich habe gar keine Ahnung von dieser Serie, ich habe keine einzige Folge davon gesehen, aber dafür hast du, ich nehme stark an, die ersten 3 Staffeln und jetzt die Hälfte der vierten Staffel schon gesehen. Ich habe einen einzigen Berührungspunkt mit dieser Serie und das ist, es gibt einen genialen Instagram-Account, der heißt Vienna Würstelstand. Auch schon ein super Name. Und da werden so meme-artig und halt so Wiener Klischees, also das sind keine Klischees, das ist die Wahrheit, gepostet alles. Und die hatten mal so eine, wahrscheinlich eine TikTok-Reihe oder so, die es auch immer auf Reels gespielt hat, die hieß Emily in Vienna, wo dann auch so eine junge Frau durch Wien gerannt ist und als ich Wien angeschaut habe, alles, was ich von diesen TikToks oder von diesen Reels herauslesen kann, ist, dass es ein Voice-Over gibt. Ist es in der Serie auch so oder war es nur in TikTok so? Ich muss jetzt gerade überlegen. Warte, Moment. Oder dass es so tagebuchmäßig ist, dass sie immer so erzählen, ja, so was sie macht. Ja, am Anfang, so genau. Vlog-mäßig. Am Anfang der Episoden, genau, richtig, ja. Okay, ja, okay. Und dass sie dann ja mit irgendwelchen komischen Marketing-Ideen daherkommt, die ich in TikToks mitgenommen habe. Aber du kannst mich gerne läutern, wie das wirklich ist. Ich würde ja jetzt sagen, es handelt von so viel mehr, aber im Grunde ist das fast schon der Kern. Also es geht tatsächlich insgesamt für die ganze Serie, es geht um Emily, eine ganz entzückende Lily Collin, die Schauspielerin, also wirklich toll, macht sehr viel Spaß. Und die ist eigentlich Amerikanerin und ursprünglich nach Paris gekommen, zur Agence Grateau, die Agentur Grateau, die eben große Werbepartner bedient und Kampagnen strickt und so weiter für große bekannte Werbepartner. Und sie ist als Social Media Expertin eben deswegen nach Paris gekommen und ich sage jetzt mal mehr oder minder dann da hängen geblieben. So. Und entdeckt jetzt quasi seit Staffel 1 die Stadt der Liebe. Damit natürlich auch klar hier und da die eine oder andere Beziehung. Es hat sich jetzt herauskristallisiert über die letzten 3 Staffeln, dass es im Grunde 2 Männer gibt, zwischen denen sie steht, nämlich entweder Gabrielle oder Elfie, Gabrielle, der französische Koch, oder Elfie, der britische Finanzexperte, der Paris eigentlich scheiße findet, aber und London ist natürlich viel besser. Und da wird natürlich auch so London versus Paris, Koch und Lebemann versus Hardcore-Finanzexperte und so. Das ist so lustig, dass du das sagst, weil ich suchte zur Zeit Death in Paradise. Da unsere liebe Kollegin Therese hat mich darauf gehockt und seitdem mittlerweile Staffel 12. Und das ist genau das Gleiche. Das ist auch da kommt dieser britische Inspektor auf diese französische Insel und das sind auch dieser Kulturclash und diesen penibel und penitenten Engländer und den lebefrohen und was weiß ich, Franzosen. Ne? Und anscheinend ist es genau das Gleiche, dann nur ein bisschen anderes Setting. Genau. Lustigerweise, ich bin auch großer Death in Paradise-Fan und denke mir jedes Mal, dann müssen die Engländer da hinkommen, um die Kriminalfälle zu lösen. Und so ähnlich ist es hier auch. Ja. Dann muss die amerikanische Marketing-Expertin da hinkommen. Wobei ich dazu auch sagen musste, Social Media und so ist tatsächlich was, da werden die Leute in der Agentur so ein bisschen als, ich will in Noobies dargestellt und die Amerikanerin, weißt du, die sich auf Show verstehen.
hin. Die weiß das zu handeln. Mhm. Nichtsdestotrotz lebt und liebt sie jetzt also durch Paris und steht im Grunde die ganze Zeit zwischen zwei Männern. Und die Frage ist halt für den Zuschauer, bist du Team Gabrielle oder bist du Team Alfie? Es hat beides seine Vor- und seine Nachteile. Natürlich gibt es da aber noch ganz viele andere Nebenfiguren drumherum, unter anderem Gabrielles Verlobte Camille. Ah. Genau. Und hier muss ich sagen, also die letzte Staffel, Staffel 3, hatte den ätzendsten Cliffhanger ever. Der endete nämlich damit, dass Camille Gabrielle vor dem Traualtar hat stehen lassen, weil sie gesagt hat, dass er eigentlich in Emily verliebt ist und deswegen kann sie ihn nicht heiraten. Und er hat dann später Emily seine Liebe gestanden. Und gesagt, dass er Camille eigentlich nur heiraten wollte, weil sie schwanger ist. Das ist viel Info-Drop auf einmal. Es geht ja noch weiter. Ja. Und daraufhin hat, sie war ja zu dem Zeitpunkt, war sie ja mit Elfie zusammen. Daraufhin hat Elfie hat mit ihr Schluss gemacht. Heartbroken, ja, also der arme Junge. Und das war so das große Ende. Und man wusste jetzt nicht, oh mein Gott, jetzt hat sie weder den einen Typen noch den anderen, aber der eine, in den sie eigentlich schon immer heimlich verliebt war oder immer noch ist und so, der wäre ja jetzt wieder frei, aber seine Verlobte, die jetzt nicht mehr seine Verlobte, die ist ja schwanger. Und zusätzlich dazu kommt noch, dass sie heimlich eine Affäre hatte mit einer Frau, von dem er, also Gabrielle, der ja jetzt verlassen wurde vom Traum, noch gar nichts weiß. Aber Emily weiß es. So. Aber dann ist seine Verlobte, hat eine Affäre. Ja, genau. Sie hat ihn also während der Beziehung hat sie ihn mit einer Frau betrogen. Und Emily hat es zufällig mitbekommen, aber wollte natürlich da das junge Glück nicht zerstören. Und trotzdem ist es natürlich dann vorm Traualtar gescheitert daran, dass Camille gesagt hat, eigentlich liebst du mich ja gar nicht, sondern Emily. Also es war alles sehr hochdramatisch. Das war das Ende von Staffel 3. Und jetzt haben wir alle wirklich mit so zitternden Händen, haben wir alle gewartet. Wie geht's jetzt weiter? Wird sie jetzt in Staffel 4 endlich ihre große Liebe finden? Und ist diese große Liebe Gabrielle oder ist es Alfie oder ist es jemand ganz Neues? Also das war so die große Frage. Und darum dreht sich im Grunde schon seit Staffel 1, also will they or won't they? Kann ich jetzt leider nicht auf Französisch sagen. Und das ist auch so ein bisschen das, worüber es in dieser ersten Hälfte von Staffel 4 geht. Und natürlich das Ganze vor super schöner malerischer Kulisse. Also da werden natürlich auch die richtigen tollen Touristenorte in Paris auch szenig wunderschön eingefangen, plus natürlich immer in der tollen Pariser Fashion. Es gibt auch wirklich so eine graduelle Steigerung von dem, was Emily trägt. Mittlerweile läuft sie nur noch in High Fashion rum, aber toll, 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 toll. Man ist schon echt neidisch, wenn man das sieht. Aber alles auch on-site dreht, oder? Also schon in Paris. Ja, ja, genau. Also es ist schon, und Paris ist ja so ein bisschen auch so eine Sehnsuchtstadt von vielen. Hat man jetzt, finde ich, auch gesehen bei der Olympiade. Und das wird halt genau, diese Klischees werden alle halt bedient in dieser, ja, man kann schon sagen Soap-Opera. Und wie gesagt, ganz viel Drama, ganz viel Liebe vor toller Kulisse mit super Fashion. Ja, mehr brauche ich auch nicht. Also dann bin ich glücklich. Ey, das ist doch schön, oder? Wenn es so einfach sein kann. Aber zu sagen, dass die vierte Staffel bis jetzt schon überzeugt hat und dich nicht hängen gelassen hat. Ja, definitiv. Wobei, okay. Ich fand tatsächlich, erstmal finde ich es ja grundsätzlich doof, dass Netflix es sich offensichtlich jetzt zur Gewohnheit gemacht hat für seine größeren Serien oder die, wo sie weiß, da ist ein bisschen Publikum auch interessiert dran, das in Halbstaffeln zu teilen. Mhm. Oft ist es so, dass diese Halbstaffeln dann einen fiesen Cliffhanger haben und in dem Fall fand ich, konnte man aber ganz gut diese ersten 5 Folgen, denn 5 Folgen waren jetzt diese erste Halbstaffel, konnte man die ganz gut in sich als abgeschlossene Ministaffel schon schauen. Natürlich okay. Bin ich trotzdem neugierig, wie es weitergeht, aber es ist nicht so, als ob da jetzt ein super riesenfieser Cliffhanger gewesen wäre. Diese erste Halbstaffel startete, je nachdem, wann ihr uns hört, am 15. August. Und die zweite Hälfte kommt dann schon am 12. September. Also Gott sei Dank gar nicht so weit weg. Oft ist ja manchmal auch ein bisschen längerer Zeitraum zwischendrin. Ja, ja, bei sowas frage ich mich ehrlich gesagt, warum? Weil August, September? Okay. Ja, damit es 2 Monate Abo. Ich weiß, aber trotzdem. Dann müsste halt es nicht der 12. September sein, sondern der 16., oder? Egal. Nichtsdestotrotz. Das stimmt auch, ja, ja. Also das heißt, diese ganze Hauptgeschichte, die macht sehr viel Spaß und auch alle Nebenfiguren, habe ich das Gefühl, bekommen einfach ein bisschen mehr Story, was aber natürlich auch daran liegt, dass sich herausgestellt hat, welche Nebenfiguren für das Publikum interessant sind und welche nicht.
Ja, das weiß man nach 3 Staffeln hoffentlich. Genau, wir haben natürlich Emilys beste Freundin Mindy, Ashley Park, sie ist Sängerin und die singt tatsächlich auch wirklich richtig. Also das ist die Schauspielerin, die singt, wo ich immer denke, die ist richtig gut. Richtig gut. Ich dachte, wow, okay, wusste ich gar nicht. Schön. Sie hat jetzt in Staffel 4 die Storyline bekommen, dass sie mit ihrer Band, also Dreimann-Band, dass diese Band gewählt worden ist von der französischen Regierung oder dem französischen TV-Kanal ja eigentlich, für den Eurovision Song Contest für Frankreich anzutreten. Nein! Oh Gott, jetzt hast du mich. Ja, aber ich auch so, oh mein Gott. Ja, aber leider ist diese Storyline wirklich nur so minimal, dass es sich nicht wirklich lohnt, nur deswegen einzuschalten. Es tut mir wirklich leid. Ah, du hattest mich, ich habe gerade kurz überlegt, ob ich dich jetzt nach Death in Paris, dass ich etwas durch bin, jetzt mit Emily in Paris anfangen muss. Nur um diese okay. Ja, nee, also da muss ich leider sagen, es lohnt sich nicht. Aber tatsächlich ist die Storyline, die sie dann eben hat, also sie hat natürlich auch ihre Liebesreigen und Liebesnöte, das hat sie ja grundsätzlich auch immer. Aber die zweite Storyline ist halt eben dieser Erfolg, den sie als Musikerin versucht zu bekommen. Und das scheint ein bisschen daran zu scheitern, dass es natürlich auch Geld kostet. Und sie jetzt irgendwie versuchen, das Geld für den ESC zusammenzubekommen. Weil offensichtlich der französische Spatenkanal da nicht unterstützt. Also das ist ihre Storyline, also sie hat ihre Liebesnöte, aber auch diese Geschichte. Dann haben wir natürlich noch die Agenturchefin Sylvie, die hat tatsächlich, das fand ich sehr spannend und das ist ein kleiner Spoiler, Leute, mehr muss ich an euch sagen, die hat eine MeToo-Story in dieser Season. Und was ich sehr sympathisch fand tatsächlich generell ist, dass Sylvie, die Agenturchefin, immer mehr Raum bekommen hat im Laufe des Staffeln, weil es ist halt einfach eine ältere Schauspielerin, die sieht großartig aus, aber sie ist nun mal älter und oft ist es ja so in so Serien, dass halt, und gerade auch hier, da stehen halt die jungen, hübschen Fashionistas irgendwie im Mittelpunkt und dann so ältere Damen, ja, die haben auch ein Leben und die haben auch eine Liebe und die haben auch irgendwie coole Sachen zu erleben und es finde ich gut, dass sie da einfach ein bisschen mehr Raum bekommt und das auch so ausgespielt wird in der Storyline. Und naja, klar, dann haben wir noch Camille und ihre Freundin Sophia. Ihre Beziehungsleben. Genau, die hat sowieso ein total kompliziertes Beziehungsleben und wie gesagt, jetzt die kommende, also die Schwangerschaft, das kommende Baby plus eben diese lesbische Beziehung, die dann auch so ein bisschen in den Mittelpunkt rückt. Also du hast so von allem ein bisschen. Dann gibt es natürlich noch die Arbeitskollegen von Emily in der Agentur, die sind auch ganz großartig, da sind auch viele Änderungen. Also ich glaube, man kann vielleicht zusammenfassend sagen, dass diese erste Halbstaffel so ein bisschen im Zeichen des Aufbruchs oder des Umbruchs steht. Vielleicht auch so als kleines Foreshadowing, denn auch hier wieder ein Spoiler. Wobei mittlerweile, wer das nicht mitbekommen hat, der muss wirklich blind durch Social Media gelaufen sein. In der zweiten Hälfte wird mit großer Sicherheit Emily tatsächlich Paris verlassen. Oh nein, das können sie nicht antun. Ja, aber nicht für immer, sondern nur so für ein oder zwei Folgen. Und viel und was Schöne daran, sie geht von einer Sehnsuchtsstadt in eine andere Sehnsuchtsstadt, nämlich nach Rom. Das heißt, sie wird ihr eigenes persönliches, ich vermute mal, ihr eigenes persönliches Rome-Holiday erleben. Aber ja, mal gucken. Also da bin ich sehr gespannt. Das heißt, da wechselt man wohl zwischendurch mal die Kulisse. Das klingt also auch schon sehr vielversprechend. Und ja, gut, nach 3,5 Staffeln dann in Paris kann man ja auch mal raus, glaube ich. Genau, aber nichtsdestotrotz muss ich dir sagen, ich habe mich noch nicht satt gesehen. Also Paris ist doch schon großartig. Okay. Und so wie das auch alles inszeniert wird und so weiter, bin immer wieder begeistert von dem, was sie anhaben und von dem, was ich sehe. Und wie gesagt, ganz viel Drama, ganz viel Liebe. Ja, es ist jetzt nichts, wo man groß lange drüber nachdenken muss. Eine schöne Feel-Good-Serie. Und ja, also aber wie gesagt, man weiß irgendwie nie so richtig, wer am Ende dann bei wem landet. Das wird auch, glaube ich, erst im Finale aufgelöst. Gut, aber das klingt, also du klingst auf jeden Fall begeistert. Du hast mich kurz mit dem ESC, hast mich kurz doch überzeugt gehabt, aber mal schauen. Ich glaube nicht, dass es eine Serie für mich ist, aber manchmal braucht man auch nur so, ich will jetzt nicht sagen, stumpfes Brainfood, aber einfach, was man nebenbei laufen lassen kann, wenn man irgendwie am Abend noch ein, zwei Folgen schauen will. Und klingt auf jeden Fall auch produktionstechnisch und alles ist sehr gut. Hast du noch irgendwelche abschließenden Kommentare, die du noch loswerden magst oder alles gesagt, was es zu sagen gab? Vielleicht sollte ich noch sagen, weil das hätte ich am Anfang sagen sollen, sage ich jetzt einfach am Ende, hinter dem Stoff steckt Darren Star, der ja auch bekannter Serienerfinder ist. Den Namen muss man, glaube ich, dann auch nochmal genannt haben. Unter anderem ja auch Sex in the City, ich will nicht sagen Erfinder, aber doch Entwickler, genau. Und Beverly Hills 90210, ja, also das sind schon so ein paar Dauerbrenner dabei, man kann sich also so ein bisschen vorstellen. Also den Namen, finde ich, musste man noch nennen und ansonsten viel Spaß beim Schauen. Genau, und wie schon erwähnt, ab 15. August läuft das die erste Hälfte jetzt auf Netflix.
Und da könnt ihr euch das anschauen. Dann bedanke ich dich bei dir für die ausführliche Besprechung und für den kleinen Einblick in diese Serie, von der ich so gar nichts wusste davor. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Den Telestammtisch finde ich überall, wo es Podcasts gibt und wo man uns liken kann und mittlerweile auch auf Discord. Da könnt ihr gerne unseren Server joinen und uns austauschen, wenn ihr wollt und euch uns sagen, wie ihr die vierte Staffel findet oder wie euch die Serie im Generellen gefällt. Würde uns freuen. Ja, und natürlich, seid ihr Team Elfie oder seid ihr Team Gabrielle? Das ist das Wichtigste. Oder genau, vielleicht seid ihr auch Team Camille. Ich weiß es ja nicht. ganz wichtig ist die Twilight-Frage. Zu welchem Team man ist. Und ja, dann hören wir uns zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.